Du dachtest, du hättest alles gesehen, bis es gefilmt wurde. Hallo zusammen. Gäbe es kein Internet, hätte man keinen Zugang zu immensem Wissen, das die früheren Generationen angehäuft hatten. Gäbe es kein Internet, hätten die Menschen, die sich in unterschiedlichen Weltteilen befinden, nicht die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Und schließlich, gäbe es kein Internet, könnten wir uns all diese unglaublichen, angsteinflößenden, lustigen oder einfach nur spannenden Videos nicht anschauen, bei denen man seinen Augen kaum traut. Lasst uns loslegen. Habt ihr es jemals versucht, eine Fliege in der Luft zu fangen? Es ist viel schwieriger, als es scheint. Kein Wunder, dass derartige Szenen in Filmen dazu da sind, den Zuschauern die Schnelligkeit, Geschicklichkeit und das jägerische Können einer Figur vorzuführen. Und wie wäre es mit einem Versuch, einen Vogel auf die gleiche Weise zu fangen? Klingt unmachbar, oder? Das dachten wir auch, bevor wir dieses Video gesehen haben. Zwei Freunde waren auf der Wachteljagd in Texas und haben mit einer solchen Überraschung nicht gerechnet. Pastor Matt Carter genoss einfach die Gesellschaft seines Kumpels, des NFL-Quarterbacks Colt McCoy, als etwas Unglaubliches passierte. Carter hob seinen rechten Arm hoch und fing mit bloßer Hand einen kleinen Vogel. So locker und selbstverständlich, wie es aussah, könnte man meinen, dass er nie im Leben etwas anderes gejagt hätte. Was ist denn da wieder los, Alter? Gibt es denn etwas Schlimmeres als eine Spinne, die in einem geschlossenen Raum, in dem man sich alleine wähnt und der sich noch dazu hoch über dem Erdboden befindet, plötzlich aus dem Nichts auftaucht? Ich krieg Albträume, Alter! Greg hat sich auf seinen Kurs bevorstehenden Kurs bevorstehenden Kurs. Was war das für eine Riesenspinne, ey? Ich schwör's, ohne zu wissen, dass im Cockpit ein Blinder war. Ich träum davon heute Nacht. But the waggles were online and it was much more controlled. Aha! Ehrlich gesagt bewundern wir seine Nervenstärke. Der Mann hat nicht einmal gezuckt, als die Spinne über sein Gesicht lief und sich anschließend unter seinem Helm verkroch. Wir haben in diesem Moment gezuckt. Ihr bestimmt auch, oder? Greg dagegen scheint Nerven aus Stahl zu haben. Oder er hat einfach keine Angst vor Spinnen. Oder ich hätte safe Unfall gebaut mit dem Flieger. Starker Wind kann Bäume umknicken lassen und entwurzeln, sowie Dächer abdecken und kleinere Objekte, aber auch Tiere in die Luft heben. Außerdem ist er dazu in der Lage, einen fahrenden Lastwagen mitten auf der Autobahn umzustoßen. Glaubt ihr uns nicht? Aber im Internet finden sich jede Menge solcher Videos. Wie etwa dieses hier, das in der texanischen Stadt Amarillo entstand. Ein LKW fährt auf dem Highway, als er plötzlich bei einem Windstoß umkippt und anschließend im Straßengraben landet. Wahnsinn, der Wind muss wirklich heftig gewesen sein. Die PKWs hatten Glück, da sie kleiner und stabiler sind, konnte ihnen die Naturgewalt diesmal nichts anhaben. Das nächste Video wurde nahe der Grenze zwischen Colorado und Wyoming aufgenommen. Der Journalist Daryl Orr fuhr hinter einem Amazon-Lieferlastwagen her, als dessen Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Schuld daran war eine unglaublich starke Windböe, die den LKW Anhänger. Der denkt, der Too Fast and Furious Tokyo Drift, Alter. Das war wohl ein bisschen driften. Guck mal hier. Der dachte Too Fast and Furious. Es wurde niemand verletzt und kurze Zeit später ließen die Behörden diesen Straßenabschnitt sperren, um weitere Unfälle zu vermeiden. Kann bei den Olympischen Spielen etwas Ungewöhnliches passieren? Ja, alles Mögliche. Aber dieser Zwischenfall hat sogar uns überrascht. Im Finale des Parallel-Riesentorlaufs der Damen bei den Olympischen Winterspielen in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang rannte ein Eichhörnchen über die Piste. Was wollte es dort überhaupt? Was hat den Minenlager da angelockt? Es könnte natürlich sein, dass er einfach ein Sportfan war oder einfach Eichhörnchen einen Spaziergang machte. Wie dem auch sei. Der Winzling geriet ins Epizentrum des Medaillenkampfes und wäre beinahe vom Bord der österreichischen Sportlerin Daniela Ulbing überfahren. Alter, das war nur einen Millimeter vom sicheren Tod entfernt und sah wahrscheinlich schon sein ganzes Leben vor seinen Augen vorbeiziehen. Es sei erwähnt, dass die Sportlerin ihm nicht nur ganz geschickt ausgewichen ist, sondern auch das Rennen für sich entschieden hat. Obdachlosen Tieren fehlt es an Zuneigung, denn sie wollen auch gekuschelt und gekrault werden. Eine Hündin namens Linda, unter deren Vorfahren zumindest ein Schäferhund gewesen sein muss, scheint eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben. Sie lebt in der türkischen Stadt Izmir und ist in ihrem Viertel eine lokale Berühmtheit. Es liegt daran, dass Linda immer an einer Tankstelle mit Autowaschanlagen herumhängt. Wieso? Um sich den Wellnessspaß zu gönnen. Sie wartet geduldig, bis ein Auto hereinfährt und stellt sich anschließend an eine der riesigen Rollbürsten. Sie gönnt sich richtig, Alter. Diese Hündin weiß ganz genau, was zu tun ist, wenn man richtig durchmassiert werden will. Das macht ihr offensichtlich eine Menge Spaß. Killerwale sind schöne, aber ziemlich gefährliche Meereswale. Auch wenn es keine bestätigten Fälle gibt, in denen Menschen von ihnen angegriffen worden wären, heißt es nicht, dass sie euch bei einer Begegnung einfach ignorieren würden. Es kommt wohl darauf an, womit man unterwegs ist. Der Neuseeländer Lucas Reilly paddelte ganz entspannt unweit des Strandes auf seinem Subboard, als er plötzlich zwei neben ihm herschwimmende Killerwale bemerkte. Der Mann holte seine GoPros raus, um sie zu filmen. Und da beschloss einer der Wale, sich ihm zu nähern. Lucas wurde nervös, da er keine Ahnung hatte, was als nächstes kommen würde. Das Tier hat eine Weile gezögert und entschied sich dann, von seinem Board zu kosten. Der Mann ist zum Glück mit dem Schrecken und einem tollen Video davon gekommen.
Pferde sind faszinierende Tiere. Sie sind sehr clever und lernfähig. Es ist leicht, ihnen diverse spektakuläre Manöver. Soll ich nächstes Mal auch mit Kylie, wenn wir unser Auto waschen gehen, die da reinlegen in diese Autowaschanlage? Stell mal vor. Zu bringen. Aber habt ihr jemals ein Pferd driften sehen? Ja, das ist genau das, woran ihr denkt. Ein Pferd rutscht dabei auf den Hinterbeinen und wirbelt eine Menge Staub auf. Es leitet dabei allerdings keine Kurven ein und man hört keine Reifen. Fährt dazu viel Fast and Furious sieht es gleich aus. Wie komisch oder gar absurd dieses Manöver auch scheinen mag, es ist ziemlich verbreitet und hat sogar einen Namen, nämlich Sliding Stop. Es wird in der Dressur des Westernreitens verlangt. Darüber hinaus ist es der spektakulärste Teil des Standardprogramms des Reitwettbewerbs Cala de Caballo. Der Reiter lässt das Pferd Anlauf nehmen und bremst. Das Tier schlittert aus den Hinterhufen in einem markierten Viereck. Und wer die längste Bremsspur fabriziert, kriegt die meisten Punkte. Einen Fallschirm in Benzin tränken, dann aus einem Flugzeug springen und mit einer Signalpistole darauf ballern. Es hört sich nach einem skurrilen Plan einer suizidgefährdeten Person an, nicht wahr? That's terrible. Nichtsdestotrotz ist so etwas nicht nur tatsächlich passiert, sondern wurde auch gefilmt. Ein Mann namens Craig Saucier hat diesen verrückten Plan Realität werden lassen. Er hat seine GoPro und natürlich einen Ersatzfallschirm dabei, ansonsten hätten wir nie erfahren, wie es aussah. Es blieb uns ein Rätsel, wie Craig auf so eine Idee überhaupt kommen konnte. Hat er sich wirklich eines Tages gefragt, was wohl geschehen würde, wenn er eine Signalpistole auf einen mit Benzin durchtränkten Fallschirm abfeuern würde? Craig, du bist ein echt sehr komischer Mensch. Junge, Junge, was macht der da, Alter? Hier ist eine weitere, nicht weniger sonderbare Aktion, die man auf keinen Fall nachmachen sollte. Im Ernst. 2014 hat sich US-Base-Jumper Eric Groner gemütlich auf einer Liege liegend, fragt uns nicht, warum er sich ausgerechnet für eine Liege entschieden hat, wir haben keine Ahnung, von riesigen Luftballons, die mit Helium gefüllt waren, in den Himmel tragen lassen. Selbstverständlich nahm er ein paar Kameras mit, um sein verrücktes Abenteuer auf Video einfach festzuhalten. Einfach mit Luftballons, stell mal vor, die Luftballons gehen kaputt. Höhe zerschoss er die Ballons dann mit einer Flinte. Ist der dumm, bevor er mit einem Fallschirm wieder den Weg zur Erde antrat. Ach so, mit Fallschirm, ich dachte schon, ey. Was passiert, wenn man eine GoPro als Nuss tarnen und in einem Park, in dem es von Eichhörnchen wimmelt, auf den Boden ablegen würde? Die Antwort liegt auf der Hand. Man würde ein tolles, wenn auch ein etwas zu kurz geratenes Video zum Thema das Leben der Eichhörnchen erhalten, das aus der Ich-Perspektive gefilmt wird. Klar winkt dem Nagetier kein Oscar, aber für eine erste Arbeit als Regisseur und Kameramann war es gar nicht so schlecht. Leider hat das Tierchen die Kamera sofort hingeschmissen, als ihm klar wurde, dass sie ungenießbar ist. Schade. Eichhörnchen, wenn du nur wüsstest, wie viele Nüsse du gegen dieses Gerät hättest eintauschen können. Die meisten Leute verbinden das Surfen mit warmem Wetter, Meer, Sonne und Sommer. Das heißt aber nicht, dass man bei kaltem Wetter nicht surfen kann. Diese Jungs zum Beispiel fuhren... Alter, was haben die in ihren Bärten? Da haben die einfach Eiszapfen runterhängen. Sind die bescheuert oder was? ...mit ihren Surfbrettern zum Michigansee, als das Thermometer minus 21 Grad Celsius anzeigte. Wir stimmen minus zu, 21. dass es eine komische Entscheidung war. Wahrscheinlich können sie sich ein Leben ohne Surfen gar nicht vorstellen. Und da an dem Tag noch dazu... Und da sagt man bei Titanic, Jack ist untergegangen, Alter. Sah Jack am Ende so aus? Nein. Jacks Wasser war im Gegensatz noch warm, im Gegensatz zu denen hier. Wo ein starker Wind wehte, waren sie am Ende von Kopf bis Fuß mit einer Eiskruste überzogen. Der chinesische Farmer Sang Qingzhong ist ein Vogelzüchter und ein aufgehender Internetstar. Die Sache ist die, dass er seine 70.000 Hühner spazieren führt und dabei filmt. Es ist schwer vorstellbar. Aber ihr braucht natürlich euer Vorstellungsvermögen nicht anzustrengen, weil ihr es gerade mit eigenen Augen sehen könnt. Es sei angemerkt, dass die Spaziergänge viel mehr Trainingsläufe ähneln. Sang fährt mit einem Motorrad mit Anhänger durch die Gegend und wirft dem ihnen hinterherlaufenden Hühnern ihr Futter vor, um sie bei Laune zu halten. Qingzhong behauptet, dass die Vögel jeden Tag rund 10 Kilometer zurücklegen. Darüber hinaus bringt er ihnen ab und zu das Fliegen bei. Er hofft darauf, dass seine Popularität im Netz ihm Geld einbringen würde, mit dem er seinen Hühnerbestand auf 300.000 erhöhen und vermutlich eine Hühnerplage über die Welt hereinbrechen lassen könnte. Hier ist ein Video, das in aller Deutlichkeit zeigt, dass man sich bei der Arbeit nicht zu doll ins Zeug legen sollte. Das gilt auch für Windmühlen, die aus robustem, hochmodernen Materialien hergestellt sind. Denn man weiß nie, wann es zu einer technischen Panne kommen könnte. Die Uploader dieser Aufnahme behaupten, dass die Windmühle sich bereits 3 Wochen vor dem Vorfall komisch verhalten hätte. Aber niemand hätte es beachtet. Also liebe Freunde, tragt regelmäßig Zeiten der Muße in eure Agenda ein. Wie oft habt ihr schon ein lebendes Krokodil zu Gesicht bekommen? Wahrscheinlich ein paar Mal im Zoo oder an einem ähnlichen Ort. Und wie wäre es mit einer Krokodiljagd mitten in der Wildnis? Dieses Video entstand auf Jamaika. Okay, es ist natürlich keine richtige Wildnis. Ich will das gar nicht sehen. Ein Krokodil hielt sich unter einer Brücke auf und zog eine Menge Aufmerksamkeit auf sich.
Das Erstaunlichste ist, dass die Männer ohne jeglichen Körperschutz ins Wasser stiegen, als ob sie keine Angst davor gehabt hätten, dass dieses gefährliche Raubtier sie zerfleischen könnte. So nach dem Motto, ja, wir jagen ein Krokodil, ja, mit einem Seil, na und? Psst, Leute, Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Junge, 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 das wäre schon echt krank mit diesen ganzen Krokodilen da, ey, hör mir auf, ey. Ich fand den einen lustig mit seinen Hühnern, Alter, hat der ganze Hühnerfamilie am Start, ey. Das war schon heftig, ey.